Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Overwatch. Ja, die Kommentare vom letzten Mal habe ich leider noch nicht lesen können, aber ich spiele jetzt einfach mal noch eine Runde hier, nochmal Schnellsuche. Wir machen mal weiter, weil ich gerade wahnsinnig Bock drauf habe. Und ich bin mal echt gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ich meine, so gesehen, wenn ihr sagt, jo, macht das, werden wir ja sehen hier, dass wir noch eine zweite Runde haben. Wird das ja gleich kommen, ne? Wenn er sagt, nö, das ist doof, werde er das hier gar nicht sehen. Warum rede ich denn überhaupt darüber? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kommt es trotzdem. Einfach weil ich es kann. So, keine Tanks. Oh, dann spiele ich bei der Verteidigung spiele ich D.Va, weil D.Va spiele ich auch sehr gerne. Die ist auch sehr lustig. Piu! Peng! Jawoll! Okay, keine defensiven Helden. Das ist ja toll. Wenig defensive Helden. Spielen Verteidigung und haben. Warte mal, dann wechsle ich vielleicht doch, oder? Hey, jetzt wollte ich aber D.Va spielen. Fuck. Oder ich spiele den Roboter. Wir haben ja beim letzten Mal den Roboter am Ende gespielt. Jetzt spielen wir mal ein bisschen besser. Keine Heiler? Na gut. Wer braucht schon Heiler? Ich bin der Roboter. Ich brauche keine Heiler. Da sind sie alle. Wusch. So, warte mal. Hier kann man noch was hinsprühen. Hihihi. Einfach mich mit dem Roboter in die Ecke setzen. Was kann der Roboter eigentlich? Das haben wir beim letzten Mal gar nicht erwähnt. Ja, der kann sich einerseits selbst reparieren. Das hat man kurz mitbekommen. Er kann sich aber auch in so ein stationäres Geschütz verwandeln. Und dann effektiv übelst die Gatlin spielen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr feine Sache. So, was haben wir denn als Gegner? Das wissen wir noch gar nicht. Aber in unserem Team sind auch Leute. Guck mal hier. Da kann man sich reparieren. Und hier kann man zum Geschütz werden. Warum ich Gras auf mir habe, das ist halt so. Das sind so Dinge. So Roboter-Dinge. So. Ich kann nochmal was hinsprühen. Oh, da bin ich nämlich ein Panzer. So. Dann sollen die mal kommen. Da oben sitzt kein Sniper. Das finde ich gut. Doch, da sitzt ein Sniper. Uiuiuiui. Ja, so viel zum Thema Sniper. Die gibt es hier nämlich auch. Ganz freche, fiese Snipers. Schnipperinos. So, dann stellen wir uns mal hier in die Ecke. Und hoffen, dass keiner von der anderen Seite kommt. Ach, da ist ein Affe oben irgendwo. Das ist ja affig. Soll ich mal nicht so affig haben? So, den haben wir erwischt. Repariere ich mich sogar nochmal. Und wir müssen hier quasi den Platz verteidigen. Weil von da aus geht dann das Auto quasi los. Und ja, sitzt mal hier ein bisschen rum. So, ich höre die ganze Zeit Schrittchen hier. Da oben war einer. Hoppala. Wo ist der Affe hin? Der Affe ist weggesprungen. Okay, dann repariere ich mich halt. So, hier schießen wir mal ein bisschen. So, und da hat er mich im Shit. Da habe ich zu lange rumgesessen. Wusste ich nicht, auf wen ich zuerst schießen soll. Ja, und nicht genug Schaden gemacht an allen. Das ist ungünstig. Jetzt sind die nämlich auf dem blöden Punkt. Ja, aber ich glaube, unser Team müsste fähig sein, das abzuhalten, die Bedrohung. Könnt ihr es schaffen, die Bedrohung aufzuhalten? Alles klar, hier sind ganz viele Gegner unterwegs. Am besten hier in irgendeine Ecke zwängen, ne, wo einen die Gegner nicht kriegen. Da ist schon wieder einer am Rumfliegen. Sind die da unterwegs? Eieiei. So, solange das Ding hier nicht eingenommen wird, ist ja alles gut, ne? Ich hoffe, ich sitze hier in einer guten Ecke. Ja, noch wird hier nichts eingenommen. Kann man sich auch nochmal wieder nach vorne bewegen? Nein, 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 nein. Lässt du das sein? Das darf doch immer nicht wahr sein. Das hatte mich doppelt und dreifach eingefroren. Danke, Schweinemann.
Das ist... Ah, Sniper. Sniper. Sehr gut. Dann... Ich muss da mal weg. Die Sniper da an der Stelle gehen mir ziemlich auf den Sack. Und dann baue ich mich mal hier in der Ecke auf. So, zeigt euch doch nochmal da oben hier. Zeigt euch doch. Parieren wir uns mal kurz. Die machen das schon und ich gucke da. So, den haben wir erwischt. Sehr gut. Ne, ich sitze hier trotzdem in meiner Ecke. Ich mag meine Ecke. Meiner ist ready. Also für den Fall das, ne? Wir müssen jetzt nur noch eine Minute, 15 Sekunden das ganze Ding verteidigen, dann ist ja alles gut. Bis jetzt sieht es gut aus. So, ich schieße mal hier ein bisschen in die Ecke rein, einfach auf gut Glück, aber viel ist da nicht gewesen. Nicht viel gewesen, außer Spesen. So, ich platziere mich dann doch mal um. Das wird ja sonst hier langweilig, die ganze Zeit in der Ecke rumzugammeln. Gammeln wir doch mal in der... Oh, da ist ein Schnipper. Gammeln wir doch mal in der Ecke rum. So, da ist der Mann. Der Schweinemann. Es kommen keine Gegner an, hä? Die hängen alle rum. Die hängen alle nur rum. Alle nur rum hängen Gegner. Und ich campe mir hier ein zurecht. Das ist so hammergeil. Drin, 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 drin. Zack. Der Schweinemann ist weg. Und da bin ich weg. Da kamen sie alle um die Ecke. Wo war jetzt mein Team? Aber wir haben noch die Ulti für den letzten Schwung. Das sollte eigentlich machbar sein. Ja, die müssen das Ding jetzt 10 Sekunden noch. Ah. 10 Sekunden und ich habe meine Ulti, ich muss bloß rechtzeitig hinkommen. Das ist halt die Sache. So. Das war gut. Ja, oh, da muss ich mich jetzt auch nochmal konzentrieren. Piu, 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 piu. Da ist sie, da bin ich. Ich bin ein Panzer mit einem Vogel im Rohr. Was? Warum ist ein Vogel im Rohr? Och, schade. Ich dachte, ich hätte jetzt am Ende gute Sachen gemacht, aber schauen wir uns mal an. Alles klar. Mit Ulti? Ja, doch, sehe ich ein. Kann man mal machen. So, wen ehren wir? Wir ehren natürlich unseren Heiler. Heiler. Obwohl, Kill Assist ist auch nicht schlecht, aber Heiler. Heiler sind, die bedarfen eigentlich immer ein bisschen Spaß, ne? Du, die erste Runde wieder gewonnen, die zweite werden wir jetzt wieder verlieren. Ich habe ja überhaupt, doch, ich wollte gerade sagen, ein bisschen Zielfortschritt gemacht. Naja, ich war jetzt nicht unbedingt Premium in der Runde. Ich wollte aber auch eigentlich was anderes spielen. Ich wollte ja eigentlich D.Va spielen. Wir spielen in der nächsten Runde D.Va, egal was da kommt. So, damit ich da auch mal gezeigt kriege. So, jetzt geht's hier natürlich wieder los. Wir haben keine Lootbox. Ich würde jetzt gerne zwischendurch wieder eine Lootbox öffnen, aber am Anfang ging das recht schnell. Mittlerweile kriegt man halt immer nur bei Level-Up. Also hat man am Anfang auch gekriegt, aber da war die Zeit zwischen den Level-Ups nicht so groß. Mittlerweile ist das ja alles schon ein wenig länger. Aber in der Zeit können wir uns hier noch lustig angucken, was es denn so für Helden gibt. Hier ist zum Beispiel D.Va, die hat dann halt so ein Kampfmecher, ne, mit dem so lustige Sachen machen kann. Und ja, das Schöne ist, man hat auch alle Helden zur Verfügung. Also man muss sich keine Helden holen oder irgendwas. Man muss sich halt das Spiel holen. Das ist die Sache. Das ist nicht kostenlos spielbar. Also schon, wenn man es sich dann einmal geholt hat, dann kann man es dauerhaft spielen, keine Frage. Also keine monatlichen Gebühren, aber man muss es halt einmal erwerben. Und D.Va wird mir sogar vorgeschlagen, dann spiele ich sogar D.Va. Auf Angriff. Okay, der Ilios Brunnen, da müssen wir einen Angriff spielen. Ich will jetzt D.Va spielen. Jo, ich hab da nur davon. Wenig Defensive? Warum brauchen wir Defensive? Ja, okay. Das ist ein doppelter Angriff, ne? Ja, also das ist jetzt so ein Ding, so ein Spielmodus, wo beide versuchen müssen, einen Punkt einzunehmen und wer den halt am längsten halten kann, gewinnt. So. Und ich spiele, um zu gewinnen. Und da kann man hier, ne, sprühen sie immer alle ihr Zeug hier dran. Oh, ich habe
Den Chat, warum habe ich den Chat geöffnet? Weiß ich gar nicht. So, dann gibt es ein bisschen Salz aus der Dose. Und hier kann man die ganze Inneneinrichtung zerlegen. Blub, blub, blub. Fällt alles auseinander. Ja, Diva hat im Prinzip ihr tolles MG, was die ganze Zeit schießen kann. Dann kann man hier noch so lustig nach vorne preschen mit so ein bisschen Düsenantrieb. Und das Schöne an dem MG ist, es ist halt im Nahkampf sehr stark. Auf Ferne ist es eher so lala. So, und jetzt kriege ich natürlich Autsch, aber... Und dann habe ich noch meine Defensivmatrix. Das ist so ein Ding, das kann man auch immer mal noch reinballern. Um hier zum Beispiel Schüsse abzufangen von Gegners. So, haben wir einen Heiler? Haben wir einen Heiler? Okay, jetzt haben die meinen Mech kaputt gemacht. Das bedeutet, ich steige aus und mache einfach so weiter. Ja, ich bleib hier auf dem Punkt stehen, weil sonst macht's anscheinend keiner. So, und jetzt kann ich wieder in meinen Mech rein, weil der wieder da war. Gott sei Dank. So. Und da haben wir den Punkt eingenommen. Ausgezeichnet. So will ich, dass das funktioniert. So. Okay. Da ist er abgehauen, der freche Lümmel. So, und jetzt spreng ich das Ding. Wuhu! Und hab nichts gekillt. Schade. Das wäre jetzt noch optimal gewesen. Leider ist es hängen geblieben da. Nein, nicht mich! Ah! Schweinemann! Oh nein, Schweinemann hat mich erwischt. Oh Gott, da kam ja jetzt alles an. Jetzt haben die natürlich den Punkt wieder eingenommen. No. No, 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 no. Dann haben sie mich alle gekillt. Mist. Keine gute Verliererin. Ja, dann wollen wir mal nicht verlieren. Das wäre doch mal eine noch Führung, oder? Aber das kann sich ganz schnell ändern, sowas. So. Oh, jetzt bin ich wieder hängen geblieben. Chuck, 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 chuck. What the fuck hat mich jetzt. Was zum. Alles klar. Beim Ziel wird Hilfe benötigt, dann. Oh nein! Nein! Um die Ecke! Oh. Ja, wenn der Schweinemann mich da natürlich ohne meinen Mech huckt, dann bin ich relativ schnell tot. Weil ich auch nicht mehr so viel Leben habe. Ne? Der Mech. Oh, guck mal, eigentlich hatte mich. Och, Menno. Komm schon, ich will jetzt hier nicht verlieren, Leute. Das ist jetzt. Ne? Also gewinnen wäre jetzt schon adäquat. Ach, nicht der schon wieder. Oh, wie ich den hasse, den blöden Schweinemann. Ja, und dann hat der mich natürlich gekillt mit seinem Multi-Pfeil da, den er gegen die Wand geschossen hat. Leute, können wir jetzt mal geordnet irgendwie einen Angriff starten, wo vielleicht, ich weiß nicht, am besten alle mitmachen? Das wäre echt klasse. So. Ah, den habe ich doch erwischt. So, dann habe ich den explodieren lassen und habe jetzt wieder einen neuen. Ich weiß nicht, was der vorhat. Alles klar. Oh, oh. Okay. So, kann der schießen, wie er lustig ist. Ja, jetzt würde ich den gerne wieder... Au, da hat er mich gehämmert. Hammer time. Wenn die Gegner haben 99%. Die haben schon 99%, das ist doch kacke. Ja, oh, habe ich einfach den Hammer ins Gesicht gekriegt.
Ja, verteidigt das Ding doch mal, Leute. Wo seid denn ihr alle? Hängt ihr alle da rum? Auf den Punkt. Party machen. Oh nein, 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 nein. Der Punkt ist umkämpft. Das darf aber nicht wahr sein. Auf den Punkt. Oh nein, 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 nein. Ja, so viel dazu. Wenn du halt alleine auf dem Punkt bist, kannst du dich auch nicht ewig halten, ne? Ah, da hat er mich... wieder mit dem Multifile gekillt. Kommt schon, Leute. Jetzt nochmal ein bisschen Spannung. Nehmt das Ding ein und... Kommt schon. Kommt schon. Wir haben den Punkt. Kommt schon, jetzt müssen wir den bloß noch verteilen. Rüstung. Oh nein, 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 das machst du nicht. Das machst du nicht, das machst du nicht. Und wir haben gewonnen. Oh, ich wäre bescheuert. Wir haben das Ding noch gerissen. Aber das war nur die erste von drei Runden. Potenziellen drei Runden. Wenn wir die zweite gewinnen, dann sind es nur zwei. Oh, es ist anstrengend. Oh, eine Runde, ne? Eine Runde. Wird heute eine lange Folge dann. Eieiei. Alles klar. Salz. Gibt's erstmal eine Runde Salz für alle. So. Dann machen wir hier noch ein bisschen alles kaputt. Oh nö. Oh nö, ist runtergefallen. Okay, und dann kann man hier noch ein bisschen rumfliegen. Hallo. Ja, ich steuere ein Flugzeug mit einem Flugzeug. Also, ein Mech in einem Mech oder so. So, und hier gibt es noch andere lustige Bilderchen. Ja, hat jeder so sein Bildchen, die er sprühen kann. Finde ich auch sehr witzig. Alles klar. Wuhu, so über die Dächer. Auf die Punkte. Oh, da geht's direkt schon los. Oi. Leute. Was ist auf einmal los? Guck's dir an, wie der einfach auf mir rumgehämmert hat. Und der hatte noch volles Leben. Hatte der noch volles Leben? Hab ich die nicht einmal getroffen? So. Nehmen wir das Ding mal ein. Oh nein, 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 nein. Nicht gut, nicht gut. Wo kommen denn die Gegner auf einmal alle her? Warum waren wir nur zu zweit auf dem Punkt? Das verstehe ich nicht. Was, der hat mich gekillt? Echt? Okay, das läuft doch. So, haben wir vorgearbeitet und andere arbeiten nach. So soll es mir auch recht sein. Hauptsache, wir haben den Punkt. Wo ist sie hin? Nein, 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 nein. Alles klar. Hammer. Oh nein, 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 nein. Mach was, mach was, mach was. Mach was. Nicht auf mich. Ach, nö. Da sind so viele Leute. Also, was heißt so viele Leute von uns? Aber die wieder, ne? Kommt schon, Leute. Die nehmen den Punkt ein. Die nehmen den Punkt ein. Was? Die nehmen den Punkt ein. Das darf aber nicht wahr sein. Ich will doch bloß gewinnen. So. So, dann nehme ich mal hier selber den. So. Da habe ich zumindest den Heiler schon mal gekillt.
Alles klar. Piu, 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 piu. Tschu, 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 tschu. Nicht auf mich. Nein, das hast du nicht. Ach, hat er doch. Jetzt hätte ich meinen Mac wieder gehabt, ne? Ach, Mann. Hätte ich einfach reinspringen sollen. Wir haben den Punkt immer noch nicht wieder zurückerobert, ne? Das geht so nicht, Leute. Das geht so nicht. Wir wollen noch den Punkt haben. Strengt euch bitte ein bisschen an. Nur ein bisschen. Reicht ja schon. Und dann machen wir da ein bisschen Party. Hier, kommt rein. Rein, rein, rein. Oh, nicht der Affe. So. Ist alles klar. So, das nehme ich mir mal. Vielen Dank. Das war auch bitter nötig. Wo ist er? Da ist er. Oh nein. Oh nein. Nein, nein, nein. Oh nein. Da bin ich irgendwo runtergefallen. War aber nicht so geil. Leute, lasst ihr nicht einnehmen. Da hat er mich runtergeschubst. Der hat mich eiskalt runtergeschubst. Komm schon, Leute. Lass das noch nicht vorbei sein. So. Kommt schon, Leute. Leute, Leute. Leute, wo seid ihr alle? Leute, wo seid ihr alle? Wo seid ihr alle? Da sind nur Gegner auf dem Punkt. Was? Das kann nicht sein. Da sind nur Gegner auf dem Punkt. Nein. Oh. Wo kamen die ganzen Gegner auf einmal her? Ich habe meine Ulti vielleicht ein bisschen zu früh gezündet. Wusste aber nicht, dass da nicht so viele Gegner sind. Das war ein bisschen ärgerlich. Okay. Eine Runde haben wir noch, sagst du? Da wäre ich wieder richtig salzig. Ja. Salz. Oder? Ich kann auch anfangen zu zaubern. Ja? Ja, und? So. Jetzt ist... Ja? Und jetzt fange ich an zu zaubern. Wuhu! Und da ist ein Sprüher dahinter. Wer hätte das gedacht? Genau meins. Das salzige Sprühding. Wow. Okay. Zauberei. Zauberei. Oh. Alles klar. Wuhu. Attacke. Hier fangen wir erstmal alles ab. Und da fängt er mich ab. Alles klar. Eieieiei. Komm schon, zumindest die aus ihrem Mech rausholen. Das ist... Warum bin ich auf den Tank gegangen? Ich habe keine Ahnung. Ja, weil der Tank nicht mehr viel Life hatte. Und guck mal, der steht die ganze Zeit hinter mir und beschießt mich wie so ein Wani. Ja, echt mal, die cheaten doch. Welche Cheater raus. So, haben wir die erwischt? Alles klar, so läuft das. So, den haben wir auch erwischt. Okay, den habe ich erwischt. Also, mit erwischt.
Ah, und da hatte der sich auf mich konzentriert und jetzt sind alle tot. Das kann doch nicht sein. Immer so ein Hin und Her hier. Was machst denn du da? Hallo, AFK, super. Ja, Leute. Leute, die AFK rumgammeln. Ey, wie ich das in diesem Spiel liebe, weißt du? Ah, das sind halt zu viele Gegner. Nein, ich wollte gerade in meinen Mech einsteigen. Der war gerade ready. Oh, der war gerade so gut wie tot. Und da hat er mich in der Luft erwischt und da, wo da nichts ist. Das ist jetzt nicht gut. Vor allem, weil wir hier AFKler dabei haben. Das ist. Ach Mann, wir könnten das so gewinnen. Ne? Wir könnten das einfach gewinnen. Wenn mal die Leute sich ein bisschen konzentrieren würden. So, Peng hat's Puff gemacht. Oh, betäubt? Nicht so gut. Warum ich? Warum ich? Nein, nicht gut. Boah. Weil wir Leute haben, die AFK sind, weißt du, das ist so. Ah, das kotzt mich so an. Naja gut, aber ich habe mal Diva gezeigt. Eine ganz große Runde Diva. Hätte besser laufen können, keine Frage. Das war die gegnerische. Ja. Die hat da ihre Bombe gelegt und alle gekillt. Das war echt tatsächlich nicht schlecht. Verflixt nur eins, verflixt nur eins. Wow. Naja, hier haben wir ja richtig viel Auswahl, aber wir geben uns trotzdem mal unserem Jungen hier ein bisschen was. Einfach weil es. Ja, es hätte besser laufen können. Ich habe jetzt leider nicht drauf geachtet, wer da AFK war, aber nicht schön, nicht schön. Und Zielfortschritt habe ich natürlich Gold. Soll es auch anders sein, weil es kümmert sich ja sonst keiner um die Ziele. Aber egal. Verursachter Schaden ging auch ganz schön gut ab, aber einige mehr. Sicherlich. Aber naja, gut. Lange Folge, lange Folge. Ui. Just join to lose, ja, weil der eine AFK war. Das war halt die Scheiße. Das Ungute. Ja, der Scheibenkleister. Und genauso wie die Mail hier steht, wuselig sitze ich ja gerade vor dem Mikrofon und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Overwatch. Overwatch. Ja, Ofen. Wie Ofen. Mit F. Nein, Quatsch, mit V natürlich. Mit Vogel-V wie ein Pferd. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut's rein und ciao, ciao.